Moin und willkommen zu einem ganz kurzen Interview. Ich habe hier einen super netten Partner hier dabei und zwar ist es der NÜV. Er wird uns heute einige Fragen bezüglich der RCS beantworten. Die erste Woche ist ja vorbei und erstmal grundsätzlich, wie hat es dir gefallen? Was hast du für Eindrücke gesammelt? Du hast ja schon entsprechende Erfahrungen gehabt, aber ist es nochmal so ein neues Gefühl, was da entsteht? Zumal es ja auch eine super Week war. Ja, hey, erstmal, also für uns relativ gut gelaufen, wir sind ja 3-1 gegangen. Ist jetzt schon meine vierte Season quasi, also bin ich ja schon länger dabei. Ist eigentlich so wie die anderen Seasons auch, bisher nur, dass wir relativ guten Start haben dieses Mal, im Gegensatz zu allen anderen, wo wir am Anfang immer ein bisschen gewackelt haben wegen Training und ja, aber ist auf einem guten Weg. Was war die zweite Frage? Genau, ihr seid ja mit 3-1 quasi rausgegangen. Das ist ja schon mal schlecht, du hast es ja schon kurz erwähnt. Das wäre auch quasi die nächste Frage, die ich jetzt genommen habe. Die zweite habe ich jetzt witzigerweise vergessen bei der langen Anrede. Aber das Ding ist, ihr habt euch ja wirklich gut geschlagen. Die einzige Niederlage, die ihr erlitten habt, war gegen die Support Crew. Was war da los? Weil sie wirken für mich wie so ein bisschen ein unberechenbares Team. Sie sind, glaube ich, 2-2 rausgegangen. Was ja auch davon zeugt, dass die Liga sehr ausgeglichen wirkt. Zumindest für mich. Ja, das Thema Support Crew ist ein gutes Team an sich. Sie machen einerseits natürlich auch viele Fehler, wo die dann natürlich auch Spiele verlieren dadurch. Aber sie können halt auch Spiele haben, wo sie dann keine Fehler machen und dann relativ gut spielen wie gegen uns. Wobei wir, also in meiner Meinung nach, haben wir schlechte Picks und Bans gehabt. Okay. Ja, also wo wir dann quasi die Helden ausgewählt hatten, dann war ich nicht so zufrieden wie mit den anderen drei Spielen, wo ich dann gedacht habe, okay, wir gewinnen das Spiel sowieso. Und yeah. Das hat man dann auch schon im Spiel gesehen, wo wir dann ein bisschen wackelig waren und nicht ganz so sicher wie mit den anderen Champions, was wir eigentlich vertraut sind. Wie entstehen solche Probleme? Dass ihr plötzlich gesagt habt, okay, Pick und Bans liefen nicht so gut. Wart ihr überrascht, wie Support Crew vorgegangen ist? Oder habt ihr dann einfach nur gedacht, okay, jetzt haben wir nicht gut miteinander kommuniziert? Ja, ich denke beides. Okay. Ich denke, der Shyvana-Pick von ihnen war so ein bisschen unerwartet. Und das hat dann so ein bisschen rausgebracht, dadurch, dass wir eigentlich wie bei den anderen, weil das Komische ist einfach, dass die europäischen Teams halt, oder ich denke mal, dass die meisten noch nicht so in der Meta sind momentan. Und dann dachten wir halt einfach, okay, wir kriegen unsere Helden sowieso und dann picken wir halt Lulu Shyvana, das vierte Spiel, also halt immer noch. Und dann haben die es einfach weggepickt, dann hatten wir halt ein Setup, was nicht ganz so viel Sinn gemacht hat. Wenn du halt Lulu hast, dann brauchst du halt quasi eine Shyvana, eine K6 oder einen Twitch oder sowas, wo halt dann auch gut mit der Lulu-Ulti funktioniert. Aber wenn du das halt nicht hast, dann hast du nur einen Lee oder eine Leona, wie die reingeht, aber dann halt trotzdem stirbt, dann ist das alles eher suboptimal. Das stimmt. Aber trotzdem habt ihr euch insgesamt sehr, sehr gut geschlagen. Seid ihr, wie gesagt, auch mit 3 Siegen davongekommen. Was waren für dich generelle Überraschungen? Oder hast du dich jetzt so gefühlt, okay, 3-1. Also du hast ja vorhin kurz gemeint, dass vielleicht sogar ein 4-0 drin gewesen wäre. Was hätte man dafür tun müssen? Außer natürlich das vorherige Spiel gewinnen. Aber wie ist quasi dein Gesamtgefühl bezogen auf die RCS gerade? Und auf euer Team? Ich denke, die größte Überraschung ist Millennium. Ja. Wir haben auch viel gegen die trainiert, auch immer Warm-Up-Spiele gegen die gemacht. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass sie so gut abschneiden, aber dann im Endeffekt trotzdem 3-1 gehen. Aber ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass Millennium ein Team ist, das wenn es in LCS geht, dann spielen viele Teams einfach viel zu passiv und das ist zugunsten für Millennium, weil die meistens haben die halt auch Helden, was später im Spiel stark sind, wie sie halt in der Qualifier bewiesen haben, da die einfach für Late Game picken, kein Team macht genug, um das Early Game zu gewinnen quasi und dann gewinnen die halt einfach Spiele im Endeffekt. Ja. Ich denke, das ist einfach, was das halt denen liegt, dass Teams einfach mehr aggressiver spielen müssen. Ansonsten, ich denke, dass viele zu früh auf die Fnatic-Hate-Trade eingehen. Die haben zwar 2 Spiele verloren, aber sie haben halt gegen uns und gegen Escape verloren, wo halt quasi die Top 3 letzte Season waren. Ja. Und ich denke mal, es kann halt natürlich passieren, und dass dann alle Fans so ausrasten über Fnatic Slump und alles, das finde ich einfach, das sollte man nicht sagen. Es ist halt auch gerade die Top 3, und dann kannst du halt natürlich auch verlieren. Es war die erste Woche und dann ist halt unglücklich gelaufen, aber die anderen 2 Spiele haben sie dann halt doch geholt. Richtig, das ist auch so ein Punkt, wo dann halt Fans einen positiven als auch negativen Einfluss haben könnten. Das ist halt, wo man sich erstmal Rückhalt bekommt, wenn man wirklich gut ist, aber sobald die ersten 2 Spiele verloren, das war ja wirklich eine Katastrophe. Da kamen ja auch dann Reddit-Einträge und was weiß ich was, hier, wir sind Superbad oder Fnatic, kannst in die Tonne treten.
Und das ist halt völlig falsch. Gerade bei der Super League ist ja noch einiges so. Und es ist halt einfach die erste Woche. Da kann man sich so ein bisschen anschnuppern. Wobei es natürlich für euch ein Riesenvorteil war, dass ihr 3-1 rausgegangen seid. Also über jeden Sieg kann man sich da definitiv freuen. Auf jeden Fall. Worauf man noch eingehen kann, sind ein paar besondere Picks. Also was mir gefallen hat, war einerseits, dass wir einen Jungle Yorick mal gesehen haben. Airwakes hat das nicht schlecht gemacht. Was hältst du von diesem Pick an sich? Weil es war schon etwas ziemlich Interessantes, muss ich sagen. Also er hat ja früher relativ viel Yorick gespielt, wo wir, wenn wir also an die Picks und Bands gegangen sind, haben wir gar nicht mehr dran gedacht. Aber dann, wo er gepickt war, haben wir so, oh damn it, der spielt Yorick relativ viel. Ja. Ich denke, ganz so stark. Er hat zwar einen starken Early-Jungle und ist halt ziemlich stark One-on-One, aber sobald sein später im Spielverlauf ist, ist er nicht mehr ganz so gut. Ist aber trotzdem relativ gut gegen Morganas und alle Art von Skillshots quasi, weil du halt die alle mit den Ghouls blocken kannst, was du auch in dem Spiel gesehen hast. Das ist halt übelst nervig. Ja, das hat er auch mal mit Lee Sin hinbekommen, dass er da den, das Q abgewendet hat und so. Ich denke, das Problem war später, er hat ja gegen Six gespielt, also oder Six war der gegnerische Midlaner. Und er hätte quasi, wenn es perfekt gewesen wäre, hätte er auch die Six Bomben, die ja auch Skillshots quasi sind, mit den Ghouls irgendwie abfangen müssen, weil die waren so ein bisschen der Genickbrecher. Ich denke, das geht auch, ja. Das ist halt relativ viel Schaden, an was du blocken könntest. Ja. Ist dann, es ist schwierig, das dann die ganze Zeit übers Spiel zu machen, aber im Endeffekt, ist ein Situation. Also kann man schon picken. Okay. Weiterhin konnten wir sehen, dass auch Kog'Maw zum ersten Mal in der LCS gepickt wurde. Und er hat dann sogar später mehrmals, Kennypainter hat sich auch mit dem Champion versucht, konnte sogar mit seinem Team dann gewinnen. Hier ist die Frage, was hältst du davon? Also du als Support müsstest dann ja natürlich so ein spuckendes Wesen da unterstützen. Wie ist das? Oder würdet ihr es planen, mit ihm zu spielen? Es ist halt, also ich persönlich sehe halt den Kog'Maw auch viele Schwächen, gerade was Mobilität angeht. Ich weiß gar nicht, ob wir den auch gespielt haben. Auf jeden Fall spielen wir Kog'Maw auch. Kog'Maw ist relativ stark momentan und ist jetzt auch wieder so im Kommen, so mit, also schon ist fast auf einer Ebene mit Lucian und Twitch, würde ich sagen. Warum also, genau? Worin liegt seine Stärke? Offensichtlich kann er also ebenfalls seine Reichweite erhöhen, das ist nicht schlecht. Ich habe halt so Riesenprobleme mit diesen fehlenden Escape Spell. Was dazu sagen muss, ist, dass seine High Base Stats jetzt relativ hoch sind. Ich weiß nicht, 700 irgendwas Leben, wenn er ein Doran's Blade kauft am Anfang, ist halt, keine Ahnung, Tank. 100, ja, ist halt mehr als Tank hat schon, Level 1. Ja, halt. Okay. Also er ist relativ tanky und mit seinem W hat keine Mana mehr und die Ulti wird auch ein bisschen geändert, dass du nur ganz viel Mana brauchst und der Cooldown dann resettet, also dass es mehr Mana kostet. Von daher sind seine Mana-Kosten relativ niedrig now, jetzt und kannst du halt die ganze Zeit poken mit dem W und dann tradest du halt die ganze Zeit, wenn irgendein Creep low ist und es hat hohe Base Stats, von daher ist halt ein Laning Phase relativ stark. Okay. Und sein Leben ist ja sowieso stark, dadurch, dass er halt mit dem B dann noch diesen Magic Shred hat und die Range und alles und sein Q ist jetzt auch Double Shred und shit. Also, er ist halt relativ stark. Das einzige Problem ist, dass er halt keine Mobilität hat, aber wenn du dann einen Thresh oder eine Nami oder sowas dazu pickst, dann kannst du das natürlich wettmachen. Dadurch, dass du halt dann die Laterne hast zum Positionieren oder dann halt das Mikkels Schild zum CC cleanen und du kannst halt dann quasi, das ist wie bei Twitch, dass du halt dann einen Hyper-Carry jetzt hast, anstatt so einen mobilen Carry Lucian. Okay. Wobei wahrscheinlich Lucian trotzdem noch sehr, also ich glaube, die Pickrate war bei ihm immer noch astronomisch hoch. Also ich glaube, es gibt quasi nur wenige Spiele, wo er nicht genommen wurde. Die sind, glaube ich, schon. Ist immer noch super stark. Richtig, und deswegen bin ich gespannt, wie sich Kog'Maw macht. Ich fand es interessant, dass natürlich er auch mit Yorick quasi, also man hat quasi zwei Champions zum ersten Mal in der LCS gesehen, die sind noch bei dem gleichen Team gewesen. Waren leider nicht erfolgreich, wobei, glaube ich, ein richtig guter Teamfight dabei war, wo ich ganz kurz dachte, oh, dieser Yorick, der bringt ja doch seine Effektivität mit. Fand ich super, super schön. Einige Dinge wollte ich noch fragen, die sind ja schon zeitlich vorangeschritten. Wie siehst du die kommende Woche, beziehungsweise ist ja quasi schon morgen. Was ist da geplant? Wie geht ihr an die Spiele ran? Ja, ich bin sehr spielen Millennium. Das ist dann quasi so das Spiel um Platz 1. Ja. Hört sich komisch an, aber ist so. Und das zweite Spiel ist dann auch gegen SK. Also von daher sind es natürlich Top-Spiele für uns. Und, ja, deswegen. Wir haben uns gut vorbereitet, denke ich mal. Du hast natürlich auch die Super League-Folge gehabt. Das heißt, wir hatten ein paar Tage mehr zum Trainieren. Und wir haben gute Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Vielleicht sehen wir ein, zwei neue Picks, wenn wir dazu kommen.
Cool, okay, das wäre quasi meine nächste Frage gewesen, ob wir irgendwelche Überraschungen sehen, auf die du Ja. natürlich jetzt nicht eingehen musst, weil sonst wäre es ja keine Naja, Überraschung. es wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir das spielen. Okay, da freue ich mich definitiv drauf. Niff, ich bedanke mich für deine Anwesenheit, war sehr, sehr schön. Wir müssen das Ganze ja so ein bisschen beschränkt halten, aber ich glaube, wir können das ein oder Mal, denke ich, wiederholen, weil natürlich der Einblick eines Spielers nochmal ein Stück weit anders ist als Ja, klar, von der gerne. Seite, die wir es sehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich dir viel Glück wünschen kann als Kommentator, aber ich drücke dir trotzdem in dem Sinne persönlich quasi die Daumen Dankeschön. und wünsche dir noch einen entspannten Tag. Trainiert ihr heute nochmal? Ja, wir trainieren um Alles drei. klar. Sehr Dann gut. gleich Ach wieder. so, fantastisch. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen entspannten Tag und wir sehen uns später. Ja, tschüss. Ciao.